Hallo Slurps und willkommen zurück zu Dinkum. So, wie immer erstmal die Post checken. Oh Gott. Ja, ich darf maximal drei Sachen rausschicken. Das ist ja ansonsten hier. Da bringe ich erstmal die Hälfte des Tages mit Briefen lesen. Also ich lese die ja nicht mal, ich klicke nur hier unten immer drauf. So, ja, gib mir all das Geld. Dann keine neuen E-Mails. E-Mails, sage ich schon. Obwohl es eigentlich tatsächlich, da es im Spiel stattfindet, elektronische Post ist. Rhinoceros Beetle, Grass Seeds. Ich habe gehört, man kann die Vögel mit Grass Seeds anlocken. Ein Moment, ein Moment. Hundi, Hundi. Nein, nein, nein. Okay, das war entspannt. Hallo, John. Nein, brauchst du irgendwas? Catch a peacock spider. You can usually catch peacock spiders in the tropics this time of the year. Ah ja, cool. Boah, dann will ich aber zwei fangen. Theodore, my man! Brauchst du irgendwas? I have a Daisy Shorts I don't want anymore. Sind das nicht diese Ultra Hot Pants Daisy Shorts? Die stehen mir bestimmt exzellent. Ah, ja, geil. Die lassen wir an. Großartig. Let's chat. Stinkbug in the Plains. Ja, ich finde alles, was ihr wollt. Ich bin Hipster Daisy. Rainbow Slurp, natürlich finde ich die ganzen Sachen. Town Planner, building the town, one building at a time. Kann ich dann jetzt. Ah, da ist die Mine. Da gehen wir auf jeden Fall heute noch rein. Ich will erstmal die Sachen hier erledigen. Aber kann ich dann jetzt neue Deeds auch? Nee, kann, nee, ich habe ja. Oh, erstmal License aber gucken. Deep Mining License habe ich. Ich habe schon ganz schön viel. Landscaping, Fencing, Land Vehicles, das will ich als nächstes. Okay. Dann gehen wir erstmal in die Tropen. Gucken, ob hier sogar schon was rumläuft. Einen Moment. Ich werde mich auch maximal, habe ich glaube ich eben schon gesagt, Freitiere fangen. Oh, ich bin so aufgeregt. Oh, meine Sachen muss ich gießen. Das darf ich nicht vergessen. Gießen, Tropen, Sachen abgeben, Minen. Ich mache mir nochmal einen Speer, weil mir gesagt wurde, ich soll mich gut bewaffnet in die Minen begeben. Manchmal höre ich ja sogar auf euch. Und dann machen wir das. Davon abgesehen, ganz anderes Thema. Ich habe gestern Abend ewig im Bett gelegen und ich merke, dass ich immer wieder mehr hier Flüchtigkeitsfehler in den Spielen mache. Und ich glaube, ich brauche einfach mal irgendwie ein, zwei Tage Pause. Die werde ich mir auch nehmen. Und ich muss mal meinen. Ich habe auch gestern im Bett gelegen und gedacht, ich muss meinen Kanal mal umstrukturieren. Und dabei ist mir aufgefallen, nee, ich muss den überhaupt mal strukturieren. Ich spiele gerade sehr viel, das macht mir auch alles unglaublich viel Spaß, aber ich merke, ich komme doch ein bisschen durcheinander bei den ganzen Spielen. Und ich brauche immer 1, 2 Minuten, um erstmal in dem Spiel wieder anzukommen. Und das ist eigentlich nicht das, was ich will. Von daher muss ich mir mal überlegen, wie ich das hier alles strukturiere, wie ich das sinnvoll strukturiere. Ich will auch unbedingt eigentlich meinen Plan, den hatte ich schon von Anfang an im Kopf. Und wollte dann erstmal gucken, wie das hier alles wächst, dass ich wirklich diese Alphabetreihe mal mache. 5 Tage lang in der Woche ein Spiel mit A, dann 5 Tage in der nächsten Woche ein Spiel mit B, 5 Tage ein Spiel mit C und so weiter. Also wirklich ein Spiel und dann gucken wir mal weiter. Und dann ist es auch abgeschlossen. Egal wie weit wir sind. Also da muss ich auf jeden Fall nochmal überlegen, wie ich das sinnvoll alles unter einen Hut bringe. So dass ich nichts vermisse, so dass ihr nichts vermissen müsst.
Aber es muss mal irgendwo ein Plan her. Ich hoffe, es ist okay für euch. Vielleicht auch nicht irgendwie vor den Kopf stoßen. Und da müssen wir mal schauen, wie das dann aussieht. Okay, aber jetzt wieder zurück zu Dinkum. Genug off-topic gequatscht. Wir suchen Peacock-Spiders. Und hier sind sie nicht. Dann gehen wir in die Tropen. Och, da war schon einer. Der kann weg. Der kann weg. Hallo, warum gehst du nicht weg? Guck ich gleich, wahrscheinlich, weil ich auf mich geklickt habe. Ja. Und dann freue ich mich auf die Minen. Ich brauche einen Stinkekäfer und Peacock Spider. Aber am liebsten hätte ich zwei Peacock Spider, weil ich dann einen noch abgeben kann. Und ich brauche eine neue Axt. Und ich brauche einen neuen Speer. Und Essen habe ich auch noch nicht genug dabei. Aber ich bin echt aufgeregt vor den Minen. Aber jetzt Peacock Spider. Ja, oh mein Gott. Ich will doch gar nichts von dir. Weißt du, was ich jetzt mache? Mein Freund. Ich werde dich fangen. Und dann nehme ich dich mit, wenn ich meine Peacock Spider gefunden habe. Ich dachte, da war ein Stinkbug. So. Geil, tatsächlich ein Stinkbug. I'm so happy. Me so happy. Oh, ich weiß nicht, ob ihr die, ob ihr Star Wars Fans seid, aber es gibt ja ganz viel Wut um Jar Jar Binks. Und ich kann diese Wut sehr gut nachvollziehen, was dieser Rolle soll, was dieser Charakter soll. Aber es gibt die mega coole Idee, dass Jar Jar Binks eigentlich ein böser Sith Lord ist. Ihr müsst euch da mal eins der Videos zu angucken. Die Theorie dahinter ist mega schlüssig und ich finde es sehr schade, dass es nie so geworden ist. Weil dadurch würde seine aufgesetzte Quatschrolle, indem er immer versucht, alles zu sabotieren, total schlüssig. Aber hier ist auch keine Peacock Spider. Okay. Dann Käfig und wir gehen einmal zurück. Und dann gehen wir in die Minen und der Peacock Spider kann uns mal. Hallo Vogel. Aber ich finde es nett, dass da oben dann eine kleine Öffnung entsteht, dass er seinen Kopf durchstecken kann. Wie komm ich denn zurück? Wenn jetzt hier natürlich ein Peacock Spider rumläuft. Läuft natürlich in die falsche Richtung. Slurps Haus. Und nochmal vorbei. Kann ich mit dem schwimmen? Das habe ich schon mal ausprobiert und es ist möglich. I remember, I remember. Ja, apropos kleine Flüchtigkeitsfehler. Ich habe zum Beispiel eben Don't Starve Together aufgenommen. Und habe einfach vergessen, auf Aufnahmen zu klicken. Das sind so Dinge, das will ich nicht, dass mir das passiert. Also das ist ja einfach unnötiger Quatsch. Da wäre auch nochmal ein Stinkbug gewesen. Na gut. Erstmal geht's jetzt zu der Fletch, damit sie ihren Stinkbug essen kann. Ich glaube, die reibt sich damit abends ein auch. Das macht der Teufel bestimmt auch. Bonsa. Wooden Lamppost. Oh, das ist natürlich ganz geil. Oh, das will ich jetzt bauen. Kann ich das schon bauen? Habe ich dafür alle Materialien? Nails, Quarzkristall, Wooden Torch, Palmwood Fans. Dafür brauche ich den Quarz. Ja, das bauen wir gleich noch.
Dann geben wir jetzt noch ein paar Sachen ab. Beim Theodor. I have a donation. Take it. Take it. Kann ich nicht anpflanzen? 1000 Meter bei Vehicle und einen Baum anpflanzen. Baum kann ich anpflanzen. Ja, ich könnte auch jetzt nochmal rudern, aber da habe ich jetzt auch gar nicht so große Lust drauf. Ich habe gestern so viel gerudert. Ich will eigentlich in die Mine. Aber ich kann vorher natürlich noch den Baum anpflanzen. Palm Tree Seeds. Schaufel. Und dann alles mal vorbereiten für die Minen. Ist auch schon wieder 1:30, aber das ist okay. 1:30 kann ich leben. Hier kommen die Bäume hin. Ja, perfekt. Palmt. Die wachsen sogar, wenn sie ganz dicht beieinander stehen. Das ist cool. Das war ja mein Experiment. Und ich bin froh, dass es geglückt ist. Sehr gut. Dann pflücke ich euch mal. Dann kann ich euch nämlich auch mit in die Mine nehmen, wenn ich euch gekocht habe. Hier habe ich auch... Ich dachte, ich habe die Mangrovensticks hier reingepackt. Na gut. Dann nicht. Dann folgendes. Banana. Ich koche jetzt. Dann gehe ich verkaufen, was ich nicht mehr brauche. Mache meine Taschen leer. Baue aber noch einmal den Wooden Lamp Post, weil er mich interessiert. Dann gehe ich in die Mine. Speer muss ich noch bauen. Okay, super. Ja, das dürfte... Oh, ich habe so viel Fleisch dabei. Warte mal, das schmeiße ich nochmal drauf. Dann hier. Zack, zack, zack. Mangrovensticks. Das kann weg, das kann weg. Das verkaufe ich, das kann weg. Steine nehme ich nicht mit. Quatsch, Steine in der Mine mitzunehmen. Dich nehme ich auch generell nicht mehr mit. Du kannst jetzt hier bleiben. Brauchen wir mal eine neue Kiste nur für Ausrüstung. Mangrovensticks. Mache ich mir hier noch 2. Perfekt. Das restliche Fleisch kann ich auf den Grill schmeißen. Ihr lebt mich übrigens gerade so konzentriert wie noch nie. Die seltenen Momente, in denen Slurp mal wirklich zu 100% fokussiert ist. Haust du ab, Vogel! Ich habe genau gesehen, dass du meinen Kram essen wolltest. Insert, insert. Das brauche ich für meinen... Gammutplank und Tinbar. Tinbar. Gammutplanks. Dann mach ich mir, soll ich mir 2 Speere machen? Ich mach mir 2 Speere, wenn das heißt, dass da unten so viel los ist. Okay, ich kaufe mir noch eine neue Spitzhacke. Ich mache mir trotzdem nochmal eine Kupferspitzhacke, weil das ist Quatsch, wenn da unten lauter Eisen ist, wovon ich ausgehe, dann keine Spitzhacke zu haben. Hab nicht so viel zu verkaufen. 18, boah, das hat sich ja gelohnt. Richtige Zeitverschwendung. Okay.
Palmwood Fence. Kann ich den überhaupt schon bauen, den Palmwood Fence? Oder muss ich mir da erst die neuen Rezepte holen? Bei der Fletch. License. Building License, nein. Landscaping License. Palmwood Fence. Ah, da ist er doch. Brick Fence. Palmwood Gate. Oh, das ist schön. Das ist doch cool. Dann kann ich vielleicht sogar meinen nochmal... Oh Gott, sind das viele. Entspannt euch doch mal. Dann kann ich nämlich meinen Zaun sogar nochmal abreißen und dann schönen machen. Auch mit Törchen und so. Cool. Das mache ich dann bei Gelegenheit. Palmwood Fence brauche ich 3 Palmwood Planks und Nägel. Da ist es Gumwood. Das ist doch die falsche Kiste. Nägel, Palmwood Planks. Okay. Quarzkristall und Wooden Torch. Wooden Torch, Wooden Torch, Wooden Torch. Okay. Oh, ich bin so gespannt. Gott, es ist schon wieder viel zu spät, wahrscheinlich für die Mine. Komm, wir stellen die ins Stadtzentrum. Da, wo eine Lampe immer stehen sollte. Das erste elektrische Licht. Oh, ich bin gespannt, wie es nachts aussieht. Wo ist jetzt mein Zaun? Hier. Schick. Drei schick. Dreschig. Verbinden die sich auch miteinander? Ah, stark. Es sieht zwar total schräg aus, aber sie verbinden sich. Gut zu wissen. Dann, nächster Schritt. Taschen leer machen für Minenexpedition. Ist auch schon wieder voll. Unglaublich. Ich glaube, ich muss ja gleich mal auch noch verkaufen. Also heute nicht mehr, weil ich eh schon so spät dran bin. Mit meiner ganzen Vorbereitung, wenn die Vorbereitung länger dauert als die Expedition selbst. Zack, zack. Zack, zack. Ja, ist alles voll, was ich hier machen möchte. Ich muss hier unbedingt irgendwie mal neue Kisten bauen. Aber nicht mehr heute. Quarz kann hier unten rein. Du kommst hier hin. Essen habe ich dabei. Ich wollte mir eigentlich noch eine Kupferspitzhacke machen. Dazu brauche ich, glaube ich, dich. Welche? Warte mal. Ich will nicht, dass er jetzt die neue Pickaxe dafür nimmt. Okay. Damit bin ich zufrieden. Dann machen wir das aber folgendermaßen. Du kommst einmal raus. Oder gibt es da unten auch Insekten? Man weiß es nicht. 2 Speere. Stinkbug stinkt, das stimmt. Oh Gott, es ist so spät. Bin gleich fertig, bin gleich fertig, bin gleich fertig. Da ist gar kein Platz mehr für. Dann kommst du halt mit. Und es geht in die Mine. Woo! Eine halbe Ewigkeit später. A Mine Pass is required. Oh, oh mein Gott, wenn jetzt der... No! Ich hoffe, ich brauche nicht jedes Mal einen Minenpass, wenn ich da einmal runter will. A one-time pass. Nein, 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 dann gehen wir morgen da runter. Sorry, dass ich jetzt die ganze Zeit davon gesprochen habe, dass wir in die Mine gehen. Alter, das ist ja... Bist halt nicht 25.000? Geh dann einmal da runter. Fletcher would love to see a photo of John. Dann machen wir folgendes. Ich kaufe mir noch schnell die Kamera beim...
Camera Cheese. Hat die nicht mal 30.000 gekostet? Liege gerne falsch. Bei sowas. John! Ich mache ein Foto. Die Fletch will ein Foto haben. Ich hab's angenommen, oder? Die Quest. Ja. Und noch ein. I would love to see a photo of Ruby. Ruby haben wir nicht. Wie kann ich denn hier fotografieren? Wie benutze ich denn meine Kamera? Kann ich die vielleicht in Häusern nicht benutzen? Ah, okay, die kann ich in Häusern nicht benutzen. Also muss ich warten, bis Feierabend ist. Dann probieren wir doch nochmal was anderes aus. Und zwar werde ich dann nochmal den Käfig nehmen. Ich brauche auch hier den Farnsiez, sind vielleicht das Richtige. Und dann machen wir Folgendes. Ich lasse sie einfach mal da rumstehen. Ein einmaliger Pass, 25.000 Ding. Wie erfolgreich ist man denn da unten unterwegs, dass man dass man da irgendwie so viel Geld verdient in einem Zug in der Mine. Und dann kann ich theoretisch, wenn ich das jetzt weiß, dass ich hier heute nicht mehr runtergehe, kann ich nochmal eine Box bauen. Ich würde gerne mal größere Kisten bauen, aber dazu brauche ich Eisen. Palmwood Planks, Gumwood Planks, Nails. Das ist doch totaler Quatsch, dass die Kiste zum Bauen so weit weg ist mit den Zutaten. Und die würde ich auch ganz gerne anmalen, damit ich ein bisschen mehr habe. Aber gut, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Weil, dann kommen hier Sachen rein, weiß ich noch nicht, die ich, hier die ganzen Sachen, die kommen da jetzt in die Kiste. Bauzubehör kommt in die andere Kiste. Dann habe ich nämlich hier mal wieder viel mehr Platz. Genau. Ich kann hier nämlich das ganze Werkzeug rein, das ich nicht brauche. Ich habe so viele Speere. Die Schaufel nehme ich natürlich mit. Die Axt kann da rein, die Sense kann hier rein, obwohl die Sense, nee, die Sense bleibt hier drin. Den Fotoapparat nehme ich mit. Das war ja nicht so viel. Okay, dann kann hier nämlich der ganze Kram rein. Gumwood Path. Okay. Ah, okay. Jetzt kann ich ein Foto von John machen. Passt in der Mitte. Und wie gebe ich das jetzt? Ist das Foto jetzt gemacht? Kann ich das jetzt Fletch geben? Ah, okay. Doch, doch. Ja, cool. War das doch schön mit der Kamera. Das ist doch schön. Aber da kann man bestimmt ein paar schöne Motive machen, die im Museum aufhängen. Ah, cool. Lamppost ist auch an.
Burn Seeds. Die Hacke bleibt trotzdem hier drin. Ah, da waren die Spinny. Ja, die brauche ich doch gar nicht hier drin. Falsche Kiste. Okay. Dann könnte ich noch ein bisschen... Da nehme ich jetzt auch die Kupferaxt. So. Könnte ich noch ein bisschen Holz hacken? Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Und ich muss dann echt mal wirklich anfangen, hier auch meine Baumplantagen umzubauen. Diesen Bird Coop irgendwo hinzustellen, wo er sinnvoll ist, weil da ist bisher immer noch nichts drin. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich hier dann diese Tierfarm aufbaue oder ich auch noch damit weiter in eine andere Richtung gehe. Ich will die Bäume auch nicht einfach so pflanzen. Ich will dann tatsächlich auch ein bisschen das schön gestalten. Aber nächste Folge geht es auf jeden Fall erstmal in die Mine. Und diese verschiedenen Fencing Options will ich mir nochmal anschauen. Welche davon eigentlich am schönsten ist? Weil Palmwood Gate sieht schön aus. Gumwood Fence. Ah, das ist das Gate, okay. Gumwood Gate. Palmwood Fence. Ich finde sogar, der Gumwood Fence gefällt mir sogar besser als der... Oh. Als Palmwood. Das hat doch eine schönere Farbe, finde ich. Vergrößere ich das hier noch? Ich glaube, das ist nicht sinnvoll, wenn ich das jetzt hier noch viel größer mache. Oder? Ich muss das nur sinnvoller mal aufteilen, dann kann ich das auch größer machen. Kann ich vielleicht dann nochmal die Folge nutzen, ein bisschen umzustrukturieren? Und so ein paar Sachen, die mir seit Ewigkeiten mich so irritieren, aus dem Weg zu räumen. Schön mit euch, aber man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich
Zitrusbäume. Ja, ich mag sowas sehr gerne, diese Landschaftsgestaltung. Auch wenn ich darin nicht wirklich ein Experte bin, macht mir das trotzdem sehr viel Spaß umzusetzen. Aber ich freue mich trotzdem auch auf die Mine. Das ärgert mich wirklich, dass es... Ich wusste nicht, dass das nur einmalig ist, sonst wären wir schon viel früher reingegangen. Ich hätte nicht so viel Zeit mit Vorbereitung und Tagesaufgaben verplempert, weil das hat echt viel jetzt gekostet. Ich habe da woanders schon Bananenpflanzen angebaut. Hier hinten. Das heißt, die kann ich abreißen. Ich bin wirklich mal gespannt, wie es in der Mine aussieht. Sorry, aber das ist echt... Das triggert mich fast schon selbst, dass wir nicht da reingehen konnten heute. Okay, wenn ich jetzt das hier bis hier hinten ausbaue, dann habe ich doch genug Fläche. Wo ist meine Schaufel? Da. Um hier sinnvoll meine Arbeitsfläche zu bauen. Falsch. Das hier. Okay, das ist auch noch weg hier. Und dann kann ich eine Ecke machen, wo ich meine Sachen einschmelze. Dann kann ich eine Ecke machen, wo ich meine Tischlerbank habe. Und direkt daneben die Kiste mit Materialien dafür. Dann habe ich eine Ecke, wo ich so besondere Material, wie halt diese Pride Wires und sowas reinmachen kann. Und dann höre ich auf, mich zu verwirren. Höre damit automatisch auf, euch zu verwirren, hoffe ich. Und es sieht auch schöner aus. Okay, dann nächster Schritt. Das reicht jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr für alles. Wir schauen mal. Nein, das reicht beim besten Willen nicht für alles. Und das ist okay. Der Platz reicht auch nicht, aber mache ich hier den Zaun? Dann mache ich den Zaun eine Stufe höher. Ich glaube, ich mache den Zaun eine Stufe höher. Ah, okay, ich bin zu müde. Muss dann wohl ins Bett. Na gut, aber dann mache ich hier nämlich eine Ecke mit Crafting Benches. Dann kann ich hier eine kleine Sache aufbauen mit meinen... hier Öfen heißen die. Mach hier dann auch zum Beispiel einen Grinder hin und sowas. Mach einen kleinen Zaun dazwischen mit vielleicht einem Fan. Ich wusste gar nicht, dass es diese Gates auch gibt. Das verändert natürlich nochmal viel. Und bin sehr gespannt, was dann noch alles, wie das dann hier aussehen wird. Mach hier hinten meinen kleinen
Da marschiere ich noch eine kleine Treppe hoch. Dann mache ich hier hinten meinen Baumgarten, den ich noch schön einfassen werde. Mach die Steine hier noch weg. Dann kann ich überlegen, ob ich... Genau, die Äpfelbäume können auch noch hier hinten hin. Ah, das wird, glaube ich, ganz cool. Und jetzt, wo ich weiß, dass die auch direkt nebeneinander setzen kann... Ah, ich freue mich auf die nächste Folge, Leute. Nee, auf die, also nächste Folge ist Mine und übernächste Folge ist dann Landschaftsbau. Weiter. Das ist der Plan. Okay. Oh Gott, du siehst echt müde aus. Tut mir leid, Slurp. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, klickt auf Gefällt mir, klickt auf Abo und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Ich wiederhole mich. Aber ich empfehle mich auch. Euer Slurpenderp. Bis dann. Ciao. Ah, ich guck, jetzt merke ich wieder. Ich bin schon wieder, ich bin echt neben der Kappe ein bisschen insgesamt. Immer erst ins Bett legen, dann Abmoderation. Oh cool, Farming Level 3. 18. Nice. Richtig erfolgreicher Wirtschaftstag. Melvin. Ah, das ist wieder der Möbelbauer. Alles klar, Leute. Bis dann, wir sehen uns. Ciao.